So, da sind wir wieder bei Blossom Tales und wir müssen jetzt unten Matschigen Moro oder wie das nochmal genau hieß. Ich könnte jetzt den Namen nicht so hundertprozentig betiteln, aber wir müssen in Moore, also zu den Mooren. Es wird moorig, morastig. Egal, erstmal jetzt hier Geld, 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 Geld. Oh cool, das kann ich auch. Ach, geil, was ich alles kaputt machen kann. Was haben wir hier? Zur wippenden Blume. Ah, ein Gasthaus. Aber aktuell brauche ich kein Gasthaus. Es wird mir auch nicht gesagt, ich muss dringend zu einem Gasthaus. Es ist da. Solange mir das nicht gesagt wird, würde ich als normaler Spieler denken, gut. Was? Ich kann auch übers Wasser einfach so? Okay. Gut, kann man machen. So, wieder raus hier. Und ab in den Morast. Da. Ah, jetzt haben wir Pilze. Ah, die Pilze haben nichts bei sich. Ach, Mann. So, Lilly, ja. Du musst jetzt als nächstes zu einem Morast. Und der ist ja altbekannt hier rechts. Unglücklicherweise lag ein ganzes Banditenlager zwischen Lilly und den keuchenden Mooren. Ich wette, die verstecken ihr ganzes gestohlenes Zeug da. Im Banditenverstecken ist doch immer eine Menge Gold gebunkert. Ja, das werden wir gleich erfahren. Denn ich werde sie jetzt auseinandernehmen. Nein, komm. Na, komm. Wow, das sieht jetzt ganz schön viel aus. Und weg mit euch. Ha! Und ich sag doch viel Gold. Oder das hat sie gesagt, aber egal. Jawoll. So Leute, ich mache hier alles kaputt. Find's ja mal schön, das fand ich auch schon bei Itildu so schön. Wenn hier immer alles kaputt machen kann. Bei Itildu war nur noch das Besondere, dass es dann darauf auch Auswirkungen hatte. Auf die Umgebung. Wie hat der sich denn da oben reingebackt? Egal. Kann ich hier überall graben? Na, nein, falsch. Da ist richtig. Oh ja, da war richtig. Oh ja, hier ist Gold in Massen. Rieche das Gold. Oh, oh, oh. Das ist natürlich noch besser. Sowas nehme ich natürlich immer gerne. Noch irgendwas? Nein? 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 Wie, das war alles? Das ist unterm Gras versteckt. Deswegen habe ich die anderen nie entdeckt. Schön. Trank. Das nehme ich doch gerne. Hier noch was? Nein, 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 nein. Hier ist noch einer oben drin. Den mache ich auch nochmal schnell. Kalt. Boah, das war das Banditenlager. Haben wir hier noch irgendwas? Hier haben wir noch ein Banditenlager, das ein bisschen leerer ist. Als Lilly auf die Brücke zuschritt, wusste sie, dass sie in eine Falle tappen würde. Just dann erschien der Hauptmann der Banditen. Du meinst wohl die Piratenkönigin? Nee, ihr Hauptmann war, ein Banditen-Ninja.
Piratenkönigin. Banditen nennen ja. Psst. Nur einer von euch hat recht. Wisst ihr, die Brücke bewachte... Toll. Piratenkönigin, Banditen nennen ja. Was soll ich denn jetzt nehmen? Piratenkönigin. Nun mal hart gegenrudern, Smutje. Das hier ist... Also, nun mal hart gegenrudern, Smutje. Das hier ist nun mal unsere Brücke. Passieren darfst du nur ohne Kopfperlchen. Attacke, ihr moderiges Gesindel. Okay, versucht mal eine weibliche Stimme und dann noch mit einem, ich sag jetzt mal, Dialekt hinzubekommen, der, ein bisschen friesisch ist. Glaubt du ja nicht, ihr sei so einfach zu boxen. Ich sei so einfach zu boxen wie diese Dreckschrubber. Okay, hey, hey, hey. Münzen, Münzen, Münzen einsammeln, Münzen. Und Pfeil und Bogen. Okay. Na komm. Na komm. Das ist vielleicht nicht so einfach zu besiegen, aber egal. Doch, sie sei so einfach zu besiegen. Frei. Ich habe es jetzt nicht gelesen, weil es zu schnell geklickt hat, weil ich die ganze Zeit klack, 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 klack gemacht hatte. Einfach den Gegner in die Ecke drängen und dann funktioniert das. Hätte ich jetzt auch nicht gedacht, dass es dann so einfach ist. Das ging mir jetzt dann doch zu einfach, den Bossgegner. Aber gut, diese Gegner sollen ja auch nicht schwer sein. Die sollen ja in dem Augenblick einfach nur ein nerviges Hindernis sein für den Spieler. Content-Strecke auch genannt. Darf hier nicht übers Wasser, ne? Aber ich darf das da alles kaputt machen, ne? Toll, 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 toll. Da darf ich rüber. Aber es bringt mich auch nicht weiter. So, ich sollte über die Brücke, wurde mir gesagt, ne? Ich soll über die Brücke, also gehe ich über die Brücke. So. Hier darf ich jetzt über lang gehen, keine Sorge. Ich muss hier nur die Treppe runter. Ganz wichtig, hier den Weg folgen. Wie komme ich denn da rauf? Ach, genau, ich muss mich wegdrehen. Ach, wie easy. So. Wir gucken jetzt hier erstmal überall lang. Na toll, da kann ich nur da hoch. Und wo ist wir hier? Was haben wir denn hier? Eine Batterie. Okay. Akku aufgeladen. Toll, da kann ich auch durch. Olle, olle. Da aber nicht. Mann! Toll. Muss ich nach oben? Ah, jetzt muss ich nach oben rechts. Ach, na dann. Na komm raus, komm. Na komm raus jetzt hier. Langweiler. Ja, da kommen noch ein paar Gespenster. Wow. Oh, oh, oh. Na komm. Weg mit dir. Der ist nicht schlecht, der Gegner. Der ist nicht schlecht. Der ist wirklich gut. Der gefällt mir. Aber die Frage ist halt, muss ich hier alles erkunden oder nicht? Oder ist das Spiel auch so schaffbar? Ich mach mal bei dem ein bisschen was kaputt.
Hallo, Reisekamerad. Ich habe hier ein Lager aufgeschlagen, um einen Topf Pilzsuppe zu kochen. Die abgefahrenen Sumpfgase geben ihr ein stärkeres Aroma. Das Problem ist, jeder liebt meine Pilzsuppe. Sogar die Geister, die wollen mir an den Kragen. Würdet ihr mich beschützen, junge Ritterin, während ich den Topf koche? Jupp. Großartig, gebt euer Bestes und haltet sie fern, während ich meine Dinge mache. Na toll. Nein. 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 Nein, 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 nein. Bleibt weg von ihm. Bleibt weg von ihm. So. Nein. So. Und weg. Die Suppe ist fertig. Danke euch, junge Ritterin. Hier ist die versprochen eure Belohnung. Ich bin mir sicher, dass euch damit eure Reise durch den Sumpf viel leichter fällt. Mhm. Lily erhielt eine magische Halskette, die ihren Besitzer mit Schnelligkeit und einem festen Tritt auf jedem Terrain segnet. Sehr nützlich. Ah, Tatsache, ich bin schon viel schneller unterwegs. Also manchmal lohnt es sich doch hier alles sich anzugucken. Wenn man hier gar nicht überall langkommt. Lily wurde also so gesehen schneller und das nur dank der Hilfe dieses lieben netten Herrn. So. Mit dir. Ich muss eigentlich weiter nach rechts, aber passt. Komme ich denn jetzt rechts rüber? Muss ich jetzt wirklich? Oh Mann, ich will aber nicht diesen Umweg gehen. Ich will ja nicht. Aber ich muss. Ich muss also erst runter, dann nach rechts und dann nach oben. Gut, wir machen einen Weg extra lang. Genau. Indem wir einen Weg nach links und nach rechts machen. Man muss hier gar nicht alles erkunden. Vielleicht schon, aber wie gesagt, ich will erstmal gucken. Kommt man auch so durch? Wenn in Wirklichkeit würde ich auch hier nicht das Ganze... Oh, da zum Beispiel haben wir noch was Interessantes. Ich habe mich eine Weile bei der Hexe Scarrel ausgeruht. Sie ist nett, aber ich bin mir nicht sicher, warum sie so besessen von Seelen ist. Sie erwähnte auch eine magische Halskette, die sie irgendwo in den Sümpfen verloren hat. Ich muss die Augen dann noch offen halten, wenn ich zu den grünen Grotten reise. Ja toll, die Halskette habe ich schon. Ist auch schön, dass ich die Halskette schon vorher bekommen habe. Aber, ja. Na komm. Weg. Sind wir jetzt richtig? Jetzt sind wir richtig. Hä? Na, hui. Weg mit euch. Hier muss ich irgendwo gerade runterschießen. Weiß nur nicht wo. Immer überall Feuer. Okay. Also wir holen uns erstmal das. Das wird jetzt wieder ein schönes Rätsel. Weil nämlich ich kann nur so schießen. Und das hilft mir gar nicht weiter, weil ich nämlich dahin muss. Ha! Gut. Na, wenn das nicht easy peasy lemon squeezy ist. Und der letzte Schuss. Die Moore waren eine große Herausforderung, aber Lily meisterte sie lebend. Der Drachenkopf brüllte nun und enthüllte den Eingang zu den brühenden Grotten. Der Pfad zu den brünen Grotten war nun offen. Cool. Find ich gut. Aber ihr wisst, wie es in den brünen Grotten weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Folge. Ich bedanke mich ganz herzlich. Oh, verdammt, das wird echt heiß. Ich bin euer Troh, haut rein. Tschüss.